We stellen ook vast dat bij normale kwestie parlementairen lo een voetspelerij uitgegaan is, waar hij zich van de president zogeheten dat de vierde boekstaven aan alles als vroeger moesten ingeënderd gaan, voor geen mens hebben ze daarvoor gezegd. Bijvoorbeeld een kwestie parlementair, waar men gevraagd heeft voor het tweede afschnitt de laatste zaad lo riskeren. Dat woord lo riskeren moet als de vroeger rausgeholt gaan. Weil das vergift zu weit gehen, also ich meine, das ist aber ein Deputierter, wir können so etwas festzustellen und zu mengen, wo es ein Risiko besteht. Oder ein anderer, wo ich merci für die Nummer, eine neue Version rangehen, mich gut vom Präsident gesucht, dass auch nach Mist Engagement eine Belastungsgrenze eine wertvoll Arbeit angeschrieben wird. Also ich fand, das geht aber wirklich. Wirklich zu weit, da soll mir in Zukunft, Herr Präsident, ich gebe gerne eine Question parlamentär stellen, an dem Sinn, an der Formulier die Reise, und da soll mir das gut formuliert oder ändert sie nach ihm, weil wir hätten sie gerne so. Ich meine, bis lo formuliert nach immer den Deputierten seine Question parlamentär, und ich fand, dass man lo hei nicht auf die Funktion zurückkommt, wie das der Parlament da ist, nämlich eine Regierung zu kontrollieren, und das in der Responsabilität von einzelnen Deputierten für die Frauen zu stellen. Und ich gebe einen Appell und ich mache, Herr Präsident, an Zukunft das auch so zu sehen. Merci vielmals, Herr Giberia.